Papa ist seit kurzem General in der deutschen Armee. Nein, ist er nicht. Früher hat er an der Front fotografiert. Aber jetzt gibt er stattdessen mir sein Material zum Fotografieren. Jetzt, da Martha weg ist, kann nur noch diese Kamera meine Ideen und Erinnerungen festhalten. Ich darf nichts vergessen. Ich habe Nanni gerne beim Kochen zugesehen. Ich habe dabei viele Techniken gelernt. Mhm. Die Küche gab's nicht in der Demo, oder? Ich kann mich auch nichts angucken. Die ist aber nur da. Okay, ja, gut. Hier kann man noch ein bisschen gucken bei den Bildern. Warte. Dantes Inferno von Doré. Was für fröhliche Bilder wir immer aufhängen. Mhm. Richtig lebensbejahende Familie einfach. Dazu die schöne lustige Musik von drüben. So. Krieg. Immer Krieg. Selbst auf Gemälden. Menschheit. Menschheit bleibt immer gleich. Diese Masken. Ich erinnere mich lebhaft an sie. Oh Gott. Ich habe immer versucht, ihren Blicken zu entgehen. Oh Gott. So, was haben wir denn da Schönes? Eines von Papas vielen Fotos. Keine Ahnung, wer diese anderen Leute sind. Ich glaube, die sind alle schon... Ich will jetzt kein Pessimist sein, aber ich glaube, die sind alle schon, Alte Fotos, die Papa von diesem Haus gemacht hat. Haus ist aber schön. So. Bonzi Bonzi. Am Tag des heiligen Alexis tobt der Kampf in der von angloamerikanischen Bombenangriffen geplagten Stadt. Unsere Signora del Carmelo, eine Kompanie des Fallschirmregiments, hat gestern einen Gegenangriff ausgeführt und die Franzosen zum Rückzug gezwungen, indem sie bis zum Piazza del Mercato vordringen konnte. Die Situation ist derzeit unter Kontrolle. Na, so ein Glück. Hier ist noch ein Brief, warte mal. Florenz, 15. Juli 1944. General Erich K. Gemäß unserer vorherigen Vereinbarung senden wir Ihnen militärisch verschlüsseltes Kommunikationsmaterial. Das Gerät muss versteckt und geheim bleiben. Heil. Feldmarschall Karl H. Huch! Was? Habe ich da außerdem gerade draufgestuckt? Wie konnte das denn passieren? So, aber die Frage ist... Wie machen wir weiter? Ich würde erstmal in den Keller gehen. Weißt du was? Ich mache jetzt erstmal das, was wir machen müssen. Ich gehe erstmal in den Keller. Fotos kann... Danke, Spiel! Wir haben so ein Glück. In diesen schwierigen Zeiten sind die Vorratskammern leer und die Menschen hungern. Aber mit einem deutschen General als Vater ist das Essen niemals knapp. Ja, so ein Glück. Mhm. So ein Glück. Oh, eine Schere. Das ist ja toll. Warte. So. Die könnte hilfreich sein. Klar, die sieht sehr gesund aus. Ja, die nehme ich mit. Vielleicht können wir noch ein paar Gesichter abschneiden oder so. Was ist das? Mamas Medizin. Ob sie ihr wirklich helfen wird? Haben wir davon die Dinger nicht auch oben gesehen? Lagen die Dinger nicht auch neben dem Bett? Mamas Nähmaschine. Sie lernte das Nähen, weil es sonst niemand nach ihrem Geschmack machen konnte. Okay, finde ich eigentlich gut. Ach, es ist Wein. Ich war gerade ganz kurz irritiert. Unser Wein. Papa ist sehr stolz auf ihn. Glaube ich gerne. So, wir müssen aber in die Dunkelkammer, ne? Hier sehr viel Wein. Sehr viel Wein. So, da ist noch irgendwas vom... Ist das... Nee, ist ein Brief einfach nur. Warte. Kurzwarengeschäft Lorenzini. 5 Meter grauer Baumwollstoff. 6 Meter weißer Leinenstoff. 4 Meter grüner Satin. Ausgeliefert am 5. Juni 1944. Im Falle eines Problems kontaktieren Sie uns unter der Nummer 6987. Und dieser rote Stoff hier, er wurde nicht erwähnt. Könnte der auch von Mama sein? Oder könnte Nanni ihn hier gelassen haben? Ich weiß nicht. Den würde ich am liebsten mitnehmen dann. Oh, was denn hier? Diesen Stoff kenne ich. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn jemals im Haus gesehen habe. Okay, dann gehen wir mal Foto entwickeln, ne?
Ja, vierstellige Telefonnummern sind... Papa hat hier seine Dunkelkammer eingerichtet. Ja. Er fotografiert wegen seiner Arbeit nicht mehr. Aber die Fotografie ist immer noch seine wahre Leidenschaft. Hm. Ich darf die Dunkelkammer benutzen, wenn ich es möchte. Ich möchte auch eine vierstellige Telefonnummer. Ohne Vorwahl. Ist auch nur eine vierstellige Nummer. Mehr nicht. Das wäre so cool. So, warte. Dann wollen wir mal... So, aha, das wird da reingelegt. Wir lernen gerade erstmal so ein bisschen. Ist immer noch Tutorial quasi ein bisschen. So. Aqua. Immer noch cool. Wähle das Foto, das du entwickeln möchtest. Natürlich. Um ein Foto zu entwickeln, musst du zunächst den Vergrößerer verwenden. Der Vergrößerer ist ein optisches Gerät, mit dem du Fotopapier verarbeiten kannst. Nach der Aufnahme eines Fotos muss der Film in mehreren Schritten entwickelt werden. Dieser Aspekt wurde der Einfachheit halber weggelassen, aber in Wirklichkeit sind die Schritte wie folgt. Der Film wird zunächst auf eine Spule aufgerollt und in einen kleinen Entwicklungstrank gelegt. Dieser Tank wird dann in den Entwickler getaucht, gespült, anschließend in ein Stoppbad getaucht. Anschließend wird er erneut gewaschen, getrocknet und schließlich geschnitten. Du findest deine Filmrollen bereits entwickelt und fertig für Abzüge vor. Oh, die Musik ist so schön, ne? Oh, die Musik. Wähle das Bild, das du auf Papier übertragen möchtest. Die Vorschau auf der linken Seite hilft dir bei der Auswahl. Natürlich wirst du deine Bilder als negativ sehen. Natürlich. Wir haben momentan nur das hier. Entwickeln. Mit dem Vergrößerer kannst du deine Fotos noch individueller gestalten. Nur mal kurz als Erklärung, ja, für die Jüngeren hier, das war damals Instagram. So hat damals Instagram funktioniert. Gut. Du kannst wählen, auf welchem Teil des Papiers das Bild zu sehen sein soll. Du kannst den Fokus einstellen und wählen, wie lange das Fotopapier belichtet wird. Mit dem Rotfilter kannst du das Bild auf das Papier projizieren und sehen, ohne es zu belichten. Verwende die Bedienelemente, um das Papier auf dem Tisch zu verschieben. Das machen wir gleich. Wenn die drei Kreise ausgerichtet sind, ist das Bild fokussiert. Wenn du das Bild nach der Ausrichtung immer noch unscharf siehst, hast du es wahrscheinlich so aufgenommen. Spiel so lange mit der Einstellung, bis du zufrieden bist. Wenn du bereit bist, drücke Space. Okay. Am Anfang sehr viel zu lernen. Vorschau fokussieren. Wo kommt denn diese Lampe daher? Was ist das? Papier bewegen, Vergrößerung einstellen. Geht gar nicht weiter. AD fokussieren. Ah. Ich würde es noch ein bisschen weiter vergrößern, glaube ich. Ich hab's fokussiert. Entschuldigung. Ich schneide ein bisschen was vom Himmel weg. So. Fokussiere. Ich hoffe, das geht. Wenn der Rotfilter entfernt wird, wird das Bild auf das Papier, belichtet. Dieser Vorgang wurde automatisiert beschleunigt im Vergleich zur Realität. Okay. So. Okay, tauche das Papier in den Entwickler und ein und das Bild erscheint. Um eine ideale Belichtung zu erreichen, nimm das Papier aus dem Entwickler, wenn der Timer im grünen Bereich ist. Wenn du das Papier zu früh oder zu spät herausnimmst, wird das Bild ruiniert. Ruiniert! Ruined! So. Moment. In Wirklichkeit folgt aus das Eintauchen in den Entwickler ein Spülbad, ein Stoppbad, ein zweites Spülbad. Diese zusätzlichen Bäder wurden der Einfachheit halber übersprungen. Instagram war damals scheiße. Hier ist der Abzug des Bildes. Kein schlechtes Foto. Mhm. Die Kamera scheint perfekt zu funktionieren. Jetzt kann ich ein Foto mit Selbstauslöser für Marthas Rahmen machen. Schön. Du kannst in deinem Album aufbewahren oder es wegwerfen. Nö, das behalte ich. In das Album legen, na klar. Voll schön geworden. So. Okay. Gut. Da können wir... Hier ist noch... Und was ist das da? Briefe? Aha. Aha. Und hier? Papa hat dieses Gerät letzte Woche herbringen lassen. Es ist alt, aber es funktioniert noch. Er hat Technik schon immer geliebt. Achtung, Lebensgefahr. So ein Ding hat meine Eltern auch noch.
Und auf so einem Ding, da war ich noch ganz winzig, Magnetophon, da war ich noch ganz, 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 ganz klein und habe ich, glaube ich, auch in einer Demo erzählt, glaube ich, ne? Da war irgendein Sesamstraßenlied drauf und ich, boah, das war so fantastisch einfach. Das war so fantastisch. So. Für Leute, die mittelalt sind, ja, das hier war früher ein Walkman. Nur weniger zum Walken, aber mehr Man. Und für Leute, die heute vielleicht müssen, das ist quasi, das ist wie Spotify, aber mit einem Lied. So, das ist vielleicht, so, gut. Alles mal wieder gut erklärt heute, sehr gut. Walkman kennt heute auch keiner mehr. So, ich geh mal wieder raus. Oh, ein bisschen frische Luft. Oh, puh. So. Da drüben sind noch Sachen. Ich guck nochmal ganz kurz. Wie konnte ich nochmal schnauen? Wie konnte ich nochmal schauen, was ich gerade an Aufträgen habe? Shit, wie kam ich da nochmal hin? Zu erledigen. Der Rahmen. Ich brauche ein Stativ, dann kann ich ein Selbstporträt machen. Kamera ausprobieren, die Kamera haben wir gemacht. Okay, prima. Wir brauchen ein Stativ. So. Ist das da hinten ein Stativ? Sieht sehr stativig aus. Ja, das sieht gut aus. Komm. Das nehme ich mit. Oder ich lasse es hier bleiben. Ja, offenbar lasse ich es hier stehen. So. Der Selbstauslöser ist eingerichtet. Sehr gut. Okay, warte. Dann setze ich mich gleich mal hin. Wir sind hier. Ich guck gleich mal. So. Schönes Bild von uns. Timer starten. Machen wir so. Oh, Sonne blendet ein bisschen. Ich mache wieder so ein Bild. Okay. Mürrisch lächeln. Biometrischer Ausweis. So, okay, gut. Ziel aktualisiert, jawohl. Und nun? Ich, ach da. Nein. Hä? So. Haben wir jetzt rausgenommen, aber kann ich die Kamera auch mitnehmen? So, ich schau mal kurz hier, warte mal. Diese Werkbänke faszinieren mich. Ich würde gerne das Tischlerhandwerk erlernen. Hier hat der Mann von Nanni meine Puppen gemacht. Was ist denn mit dem Mann von Nanni? Die Puppen, mit denen ich gespielt habe, wurden hier hergestellt. Das habe ich als Kind nicht gewusst. Sie haben mir immer erzählt, eine Fee hätte sie gebracht. Ich habe ihnen nicht wirklich geglaubt, aber der Gedanke war schön. Ach, diese Feen, das wäre schön. Das wäre schön. Und ganz kurz zur Erklärung, wir machen nur ein Foto, ja, weil auf die Filmrolle... Ich weiß, das hier ist ein paar Jahre vor meiner Zeit. Ich weiß gar nicht, wie viele Fotos da drauf gepasst haben. Als ich noch ganz klein war, auf die Filmrollen haben dann 24 Fotos drauf gepasst oder 32 oder so. Und du musstest genau überlegen, was du fotografierst. Du musstest genau überlegen. Und du machst nur ein Foto und es muss sitzen. So, und alles ohne Filter. Oh, danke Xbox. Jetzt mit Xbox Game Pass spielen. Super Mega Baseball 3. Nein, danke. Diese Xbox-Werbung, ne? Ich muss die dringend mal ausschalten. Die kommt immer, wenn wir streamen. Es ist immer wieder aufregend, ein Foto zu entwickeln. Zuerst sieht man gar nichts. Ja. Und trotzdem ist etwas Unsichtbares auf dem schwarzen Film eingefangen. Hm. Eine Art Geist. Dieser unsichtbare Atem kehrt dann zurück, um die Realität zu enthüllen, aus der er gerissen wurde. Manche sagen, dass die Fotografie die Seele stiehlt oder einfängt. Deshalb hat man früher die Toten fotografiert. Aber heutzutage macht das fast niemand mehr. Auch wenn es nur ein Irrglaube ist, will ich Martha fotografieren. Ich will eine kleine Erinnerung an Martha bei mir haben. Das wollte ich sowieso machen. Aber ich muss es heimlich machen, sonst hält man mich für verrückt. Das wollte ich sowieso machen. Oh, sie ist aber nichts... Ah, ja, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen die Vergrößerung noch so, damit sie mehr im Fokus ist, ne? So. Vielleicht ein bisschen kleiner. Nee. Okay, das müsste gehen. Vielleicht oben noch ein bisschen mehr Platz lassen, so. Damit es oben nicht so abgeschnitten wirkt. Dann fokussieren.
Sieht gut aus, ne? So. Und ich glaube, das mit dem Fotografieren der Seele, das ist bestimmt ein Hinweis. Würde ich vermuten. Für später, das werden wir bestimmt noch brauchen. So. Da tauchen wir langsam auf. Schönes Bild geworden. Ja, das bin ich. Niemand konnte mich und Martha auseinanderhalten. Aber wir konnten unsere Unterschiede so klar erkennen. Es ist seltsam, dass das, was uns am meisten ausmacht, für niemanden sichtbar ist. Die Seele auf dem Foto. Nanü? Ich dachte zwanghaft an Martha und daran, was passiert war. Aber plötzlich übernahm ein Gedanke die Kontrolle. Die Erinnerung an diesen Tag am See wurde immer mehr wie ein Traum, da nach jedem Aufwachen das Bild davon immer mehr verblasst war. Waren die Erinnerungen nur ein Hirngespinst? War ich es, die meine Schwester verletzt hatte? Nein, nein. Ich habe sie immer beneidet. Und jetzt hatte ich ihre Identität übernommen. Ich hatte schreckliche Gedanken. Ich beschloss, direkt zum See zu gehen, um die Filmrollen zu holen. Ich war mir sicher, dass sie eine andere Geschichte erzählen würden. Aber tief im Inneren hatte ich gehofft, dass sie meine schwindende Erinnerung bestätigen würden. Sie hatte gehofft, die Tür ist natürlich verschlossen. Wenn die Schlüssel nicht wie üblich am Schloss hängen, dann sind sie in Papas Arbeitszimmer. Okay. Wir leben jetzt in Angst. Meine Eltern lassen mich nach Marthas Tod nicht mehr an den See fahren. Also ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Ich muss es einfach wissen. Die Selbstzweifel fressen mich auf. Neues Kapitel. Die Rollen. Am selben Tag um 23.30 Uhr. Denn da fährt man an den See um die Uhrzeit. Ich ruf mal kurz an, ja? Ich habe gerade nicht den Mut, das Telefon zu benutzen. Nicht jetzt. Was ist denn das da? Was ist denn das für ein Zettel da vorne? Rathaus? Ah, die Anstalt. Die Anstalt? Doktor? Okay. Kurzwarengeschäft. Okay. Wir wollten noch ein Foto machen, ne? Ich überlege gerade, aus welchem Winkel. Huch! Maus springt manchmal. Mit dem roten Leuchten dahinter, bitte nicht. Ich glaube einfach klassischer Winkel von hier, ne? So. Ich mach mal kurz. Tasche gucke ich gleich. Warte, ich mach erstmal hier. Es ist dunkel. Und ich kann das Licht nicht anmachen. Das ist gefährlich. Ich brauche einen Blitz für die Kamera. Den kann ich unter Papas Sachen im Zimmer unter seinem Schlafzimmer suchen. Sie hatte vorher noch ein Kreuz in der Hand. Das heißt, die Leiche hat sich bewegt. Das Kreuz ist nicht mehr da. Und die Eltern sind ja nicht zu Hause. Denk mal drüber nach. Okay. Ich schau mal kurz ins Tagebuch. 18. Juli. Alles hat sich verändert. Ich fühle mich wie ein anderer Mensch. Die besten Dinge an mir sind alle mit Martha gegangen. Mein Enthusiasmus, meine Lust am Leben und die Lust, Späße zu machen. Ich bin allein, mir selbst überlassen, durcheinander, ohne Wünsche und Erwartungen. Ich spielte am See mit den Kameras herum, als ich einen Körper auf dem Wasser treiben sah. Ich weiß nicht mal mehr, was ich davor getan habe. Noch eine Gedächtnislücke. Der leblose Körper war der von Martha, meiner Schwester. Mama rannte auf mich zu und nahm mich in den Arm. Sie hielt mich für Martha und die Tote für mich, Julia. Ich löste die Verwechslung nicht auf und jetzt ist es zu spät. Wenn sie herausfinden, dass ich alle belogen habe, ich will gar nicht daran denken. Ich fühle mich schrecklich schuldig, so zu tun, als wäre ich Martha. Und taub zu spielen. Ich habe das Foto für Marthas Rahmen gemacht. Ich weiß, dass es jetzt zu spät ist. Und
Ich habe einen unglaublichen Schmerz gefühlt, als ich das Bild dort platzierte. In diesem Moment habe ich mich für immer von ihr verabschiedet. Mir wurde klar, dass sie weg war und dass es kein Zurück mehr gab. Es gibt eine Sache, die ich für Martha tun muss. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Die Partisanen können sie nicht getötet haben. Das ist einfach nur lächerlich. Lapo ist mein Freund und er ist einer von ihnen. Er hat uns geliebt. Wir kennen sie alle, also ist es schlichtweg unmöglich. Das heißt, wir haben ja sogar das Bild von unserer Schwester durch uns ersetzt quasi, ne? Wenn ich das richtig sehe. Was leuchtet denn hier so schön eigentlich? Was? Ist das noch schon die Tore der Hölle oder was? Warum? Okay, wir müssen kurz ins Schlafzimmer. Kann ich mal eben das Feuerzeug nochmal nehmen? Warte, hier. So, dann sehen wir wieder was. Ich gehe nochmal nach oben ins Schlafzimmer unserer Eltern. Mal gucken, ob der Erich da irgendwo einen Blitz hat. Ist doch so ein Blitzmerker die ganze Zeit schon. Kann man den zumachen oder so? So. Ah, hier ist unser Zimmer hier. Wo haben denn die Eltern ein Schlafzimmer? Muss ich mal gucken. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Das sieht sehr nach Eltern aus. Ja. Okay, da ist der Blitz, wenn ich das richtig sehe. Gönn dir mal. Hier ist der Kamerablitz. Mm. Jetzt kann ich Martha auch im Dunkeln fotografieren. Das ist bestimmt eine tolle Idee. Prima. Oh, Batterien, sehr gut. Und da ist noch eine tolle Karte. Der alte Falkatlas. Papas Sachen. Kriegskarten. Ich habe gehört, dass sich alles an dieser neuen Verteidigungslinie abspielen wird. Okay. Hier ist der Schlüssel zum Haus. Ja, glaube ich. So. Wo geht's denn hier lang? Hier hat die Mama immer gemalt. Okay. Boah, ist voll. Eigentlich ist ja voll schön, ne? Alles starke Raucher. Draußen waren wir jetzt immer noch nicht so richtig. Wir kommen später noch in den Wald. Jetzt momentan noch nicht, offenbar. In der Demo waren wir schon längst draußen, aber. Hier, läuft die Sache ein bisschen anders. Ich gehe mal kurz nach oben. Die haben unterm Dach geschlafen. Die sind ja wieder da. Ich dachte, die wären noch weg. Wieso sind die denn da? Ich sollte es wirklich nicht riskieren. Aber ich mag es ihnen beim Schlafen zuzusehen. Es ist ihre einzige gemeinsame Zeit, während der sie sich nicht streiten. Okay. Schnarchen sogar leise. Uah. Ich habe sehr dynamischen Umdrehradius. Whoop. Okay. Hier kann man nichts lesen. Okay, warte. Knarz. Wow, unser Umdrehradius ist sehr dynamisch. Den Schmuck verkaufen wir und kaufen uns ein Ticket ins Unbekannte. Mit meinem Bein los. Warum dreht sich das so komisch um? So, warte. Okay, schnell wieder raus. Okay, gut. Ich meine, dem Vater haben wir ja schon einen Blitz geklaut. Das ist ja alles, was zählt. Dann machen wir jetzt ein Foto von der leise dargebotenen Schwester. Und wir haben immer noch nicht das Schmuckkästchen offen. Wo könnte Schwester... Kann mit einem Blitz auch in extrem dunklen... Ja, dank ja, Spiel. Das war gerade das Vorhaben. Wahrscheinlich wollen die sicher gehen, dass da nicht wieder irgendein Depp irgendwas Falsches macht. Könnte ich mir vorstellen. So, ich schließe mal. Und dann nehmen wir mal die Kamera. Der Blitz ist bestimmt bei den Extras, oder?
So, benutze die Kamera. Jo, wir benutzen mal. Da ist, okay, es ist sehr dunkel für euch wahrscheinlich gerade. Control, Einstellung, kann ich hier vielleicht Blitz? Blitz. Okay, sehr gut. So, ich mach nochmal schnell. Ich mach doch so, ne, oder? Ich würde eigentlich... Kann ich nicht auf den Sarg steigen und mich dann hinhocken und ein Foto so von ein bisschen oben machen? Ach, naja, das geht natürlich nicht. Man kann ja nicht alles haben. Ich mach... Was mit der Hintergrund ist so hässlich. Ich gehe mal kurz gucken. So. Von hier sind wir zu weit weg, ne? Das Pult stört mich ein bisschen. Kann ich hier crouchen? Nee, warte, das geht so auf. Nee, crouchen. So. Das ist das schönste Bild von unserer Schwester. Entschuldigung, ich bin einfach, es tut mir leid. Ich bin vielleicht ein bisschen morbide. Okay, Höhe. Ha? Warte, ich mach R. Okay, warte. So, ich mach mal kurz so. Komm, ich mach auch mal so ein Bild, ja? Zu weit weg, unscharf, zu dunkel. Du bist dabei, ein Foto zu machen, bei dem ein wichtiges Merkmal der Geschichte nicht richtig erfasst wurde. Du kannst fortfahren, aber die Geschichte wird möglicherweise nicht fortgesetzt. Ich mach einfach... Es ist ein künstlerisches Foto. So, und jetzt unscharf und zu dunkel. Aber wir haben noch einen Blitz, oder? Höhe und Neigung. Kann es sein, dass die Kamera gerade durch unseren eigenen Kopf geht, wenn ich die Neigung mache? Ist das gut? Kuro, dankeschön. Vielen Dank, Kuro. So. Unscharf zu dunkel. Wie kriege ich den denn scharf? Da warst du gerade, oder? Unscharf zu dunkel. Okay, RF. Vielleicht so. Nee, Mausrad. Nee, ist nix. Nee. Jetzt ist scharf. Okay. Jetzt ist scharf. Dann. Jetzt wieder unscharf. Ich glaube, die dreht sich weg. Jetzt wieder scharf. Ich gehe, genau, ich stelle das gleich mal ein. Warte, ich stelle das gleich mal. Ich mache so. Ich mache jetzt so, die Neigung ist, ganz ehrlich, mit der Neigung bin ich überhaupt gar nicht, ich bin mit dem Bild überhaupt nicht zufrieden, weil ich kann nicht auf den Sarg. Ich krieg kein gutes Bild von unserer Schwester. Ich mache jetzt hier so ein bisschen heller. Korrekt belichtet. So, Fokussierung ist jetzt wieder scharf. Blitz haben wir. Dann würde ich jetzt auslösen einfach. Mit der leeren Sitzecke da hinten. Wir kriegen es einfach nicht. Ganz ehrlich, wenn wir das Bild entwickeln, sitzt da hinten jemand. Wahrscheinlich Erich und schläft. Erledigt. Es ist schön, dich immer an meiner Seite zu haben. Ja. Auch wenn es nur ein Bild ist. Ich gehe die sofort mal entwickeln. Beide. Ein Bonusfoto. So. Gut, dass wir nachts so rumlaufen. Das wäre schon eine tolle Idee. Das sieht hier überhaupt nicht unheimlich aus. Was ist das denn? Linsen! Ein Objektiv und eine Rolle Infrarotfilm. Die halten auf Film fest, was das blanke Auge nicht sehen kann. Ach so, okay. Und da? Kann ich alle mitnehmen? Blaufilter, ideal für Innenaufnahmen. Orangefilter, bei Nebel verbessert er das Bild, da er ihm etwas Kontrast verleiht.
Mit diesem Objektiv kann ich sehr nah herangehen. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, Geisterfotografie. Ja. Ich glaube, darauf läuft's hinaus. Das wird's. So, warte. Dann gehe ich nochmal ran. Okay. Lass machen. Vorhin waren die noch nicht da, glaube ich. Ich habe die vorhin zumindest nicht gesehen. Aber unser Vater ist ja auch wieder da. Der war vielleicht wieder hier unten. So, ich möchte zuerst gerne dieses künstlerisch hochwertige Foto. Bin ganz ehrlich, würde ich auch als negativ nehmen. So, wir müssen das Bild einigermaßen einpassen. Bisschen... So. Ich glaube, so müsste es gehen, ne? Fokussieren. Das müsste eigentlich gehen. Ich hätte ein bisschen weiter nach oben ziehen sollen. Da oben war zu wenig Platz. Das wirkt so abgeschnitten einfach. Wenn Motive zu nah am Rand aufhören, ist das nicht gut. So, wir tauchen ein. Es war leider zu dunkel. Aber so soll es ja auch sein. Oh nein, der Kopf ist abgeschnitten. Oh nein! Oh nein! Das werfe ich weg. Ich mache nochmal. Das kann man so nicht anbieten. Das geht nicht. Das ist furchtbar. Das ist symbolisch. Das ist alles nicht gut. Ich erinnere mich an dieses gewisse Gesicht, was wir getragen haben. Ich mach das nochmal. Warte mal. Gesicht war eh weg. So, warte. Ich mach nochmal schnell. Zum Glück haben wir einen nie endenden Vorrat. Das Foto entwickeln, schnell. So, warte. Doc Solid, dankeschön. Vielen Dank, Doc Solid. Dankeschön, dankeschön. Warte. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen nach oben, ne? Das müsste in etwa mittig sein. Hoffe ich. Ich gehe von den Kanten vom Tisch aus und dann fokussiere ich mal. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das geht. So. Nächster Instagram-Post ist gleich fertig. Ist nicht so geworden, wie ich wollte. Aber ich leg's mal ins Album, als Erinnerung. Fotos von unten werden nie gut. Man sieht meistens auch dicker aus, als man eigentlich ist. So. Vielleicht haben die Entwickler was gegen Köpfe. Ich glaube, die mögen generell keine Köpfe. Bei Menschen. So. Okay. Das nächste wird besser, ich schwör's. Das nächste wird jetzt richtig gut. Das haben wir auch, guck. Mit Liebe gemacht, wir haben es schön belichtet, alles. Ich würde sogar die Ecke hinten weglassen, ne? Ich würde vielleicht eher ein bisschen so, dass wir mal ein bisschen rangezoomt haben. Körper brauchen wir nicht so viel, wir nehmen einfach diesen Ausschnitt direkt. Karte nicht in Position? Wie? Kann ich einfach den Ausschnitt nehmen? Doch, ne? Sag mal, ich will es knackig haben, da unten. Ja, knackiger wird's nicht. Ich hoffe, das reicht. Ich mach mal ein bisschen nach oben, damit der Kopf nicht abgeschnitten ist. Ich kann das Foto so nicht entwickeln. Warum bemühst du dich denn nicht mal drum? Karte nicht in Position. Jetzt ist die Karte... Okay, wir können also keine rangezoomten Fotos machen. Schade. Dann kann ich die Stühle aber auch nicht abschneiden da oben. Das sieht kacke aus. Dann müssen die Stühle halt ganz aufs Bild. Plus die Blumen. Ein Foto ist Gegenwart und Vergangenheit zugleich. Wie ein lebloser Körper. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhoffe. Vielleicht ist es albern zu glauben, dass man die Seele von jemandem einfangen kann, der gestorben ist.
Es ging mir nur um die Sitzgruppe. Bitte kein Jumpscare. Ihr Gesicht kann mir nicht mehr verraten, ob es meine Schuld war. Das hätte mir eigentlich schon klar sein müssen. Ich kann nur an den See fahren und die Filmrollen holen. Bin ich froh, dass sie jetzt nicht guckt oder da jemand sitzt oder sonst irgendwas. Oder langsam ihren Kopf so zu einem hindreht. Oder vielleicht aber, dass der Kopf direkt in die Kamera guckt oder so. Man erwartet es ja irgendwie. So.